Herzlich willkommen bei Trailout Let's Play. Das neue Update hat ein paar neue Fahrzeuge gebracht. Herzlich willkommen bei Trailout Let's Play. Das Update hat ein paar neue Fahrzeuge gebracht, ein paar neue Strecken und bisschen Tuning-Sachen. Man kann jetzt besser die Tuning-Teile, die Bauteile aussuchen, je nach Strecke. Ich habe jetzt hier an dem Buggy, den ich mir in der letzten Folge geholt habe, Marelli-Reifen draufgepackt. Wenn euch meine Videos gefallen, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert an meinen Kanal, da könnt ihr mich wirklich riesig unterstützen. Und unter der Videobeschreibung findet ihr den Link von meinem Partner Instant Gaming. Dort findet ihr super Gaming-Rabatte. Schaut es euch ruhig mal an. Wir sind ja in der letzten Folge hier das Herz von Madagaskar gefahren. Da habe ich ja jetzt mal die Rallye-Reifen drauf gemacht, ob ich dann da besser zur Rande komme. Aber vorher möchte ich hier diese Apocalypsis Now-Strecke mal ausprobieren, wie die so ist. Wir fahren die mal sehen, wie wir da abschneiden. Die sieht ganz schön extrem aus, die Strecke. Und dann machen wir nochmal die Safari-Strecke. Ob ich da jetzt ein bisschen besser abschneide. Okay. Oh. Uiuiui. Ganz schön rallye-mäßig wieder. Alter, ich hab den voll zerhauen, den Typ. Das wollte ich doch gar nicht. Natürlich wollte ich das. Ich will ja hier gewinnen. Oh, da kommt gleich mal ein Tunnel. Eine Berghöhle. Shit. Oh, komm, ich war jetzt so gut. Okay. Ja, ich bin die Strecke halt noch nicht gefahren. Da müssen wir sie jetzt erstmal ein bisschen üben. Ah, komm, nicht wegdriften. Wir haben da extra jetzt Rallye-Reifen drauf, damit wir halt nicht driften, nur mehr Rallye-mäßig fahren. Oh, das war jetzt Blödheitsfehler. Das war da jetzt Doofheitsfehler. Okay. Hier brennt es schon wieder übel. Na, vielleicht krieg ich einen besseren Platz, wenn ich die Gegner einfach auslocke. Aber ich muss hier voll durchs Feuer fahren nach dem Scheiße. Alter Schwede. Alter, die Strecke ist ja extrem. Alter, ist die Strecke extrem. Voll durchs Feuer brettern. Und hier, ach so, hier geht's einfach hoch. Und dann fliegen wir einfach mal ein bisschen. Okay, das wusste ich, dass das passiert. Das konnte ich... Na, was war denn das? Was war denn das? Ich war doch schon zurückgesetzt mit der Karre. Aber die Gegner scheinen hier auch noch nicht so richtig klar zu kommen. Die crashen hier auch andauernd. Okay. Wieder ein Stück Stadt. Wieder ein bisschen durch die Stadt. Bin ich jetzt noch auf der richtigen Strecke? Oh, war das ein Gegner hier? Oh toll, jetzt habe ich ihn auch noch geholfen. Jetzt habe ich ihn auch noch aus seiner misslichen Lage befreit. Alter, die Strecke ist ja ganz schön extrem. Und auch dunkel leider, sehr dunkel. Die ist ganz schön dunkel und... Komm schon, hab ich überhaupt schon eine Runde geschafft? Was noch nicht? Ich habe noch nicht mal eine Runde geschafft. Na toll. Ich würde gerne mal mit dem Buggy auch mal ein Rennen gewinnen, aber wir versuchen es dann nochmal auf der Safari-Strecke. Aber erstmal ziehen wir das hier durch, auf der hier. Dass wir die Strecke hier mal ein bisschen kennenlernen. Alter, was war das? Ich glaube, ich werde doch ein anderes Auto nehmen, weil der Buggy, der... Der Buggy ist ganz schön... Naja. Ich habe mal auf maximale getuned. Nitro haben wir zwar nicht komplett aufgebaut, aber der Rest ist drin. Im Auto, aber er schnippt ganz schön. Wenn da irgendwie eine Bodenwelle ist, haut es mich sofort weg. Also probiere ich dann noch mal mit dem anderen Fahrzeug. Oder ich muss ein anderes Offroad-Fahrzeug nehmen. Ach hier ist out. Hm. Ja, toll, da war ich raus, weg von der Strecke.
Also ich glaube, der Buggy ist nicht so gut geeignet für die Rennen. Geradeaus. Ach, jetzt bin ich schon wieder. Ach, ich sehe die Strecke auch nicht so gut. Ich muss mal links mehr auf die Karte gucken, wo es hier lang geht. Die hinteren Plätze vor mir, die hat es auch so ein bisschen aufgehalten. Aber ich kann hier nichts mehr reißen. Die Strecke ist ganz schön schwer, ich bin die noch nie gefahren. Ich bin generell schon lange nicht mehr das Spiel gefahren. Und da muss man auch so wieder ein bisschen sich einüben. Was ich mich eigentlich frage, gibt es jetzt endlich den Multiplayer-Modus hier bei Trail Out? Das müsste ich mir auch mal anschauen. So. Naja. Wir kriegen schon noch einen besseren Platz raus. Wenn ich hier dann nochmal bei der Offroad-Strecke, die fand ich ja viel geiler. Erstmal mit der Karre nochmal probieren und dann auf jeden Fall mit meinem Buffalo oder wie der heißt probieren. Na, da haut es mich direkt raus mit der Kiste bei solchen Manövern. Die Strecken sind aber auch ganz schön schwer, die neuen Strecken. Die sind aber auch ganz schön schwer. Aber es ist natürlich neue Herausforderungen, lohnt sich auf jeden Fall mal wieder ein paar Stunden zu zocken, Trail Out. Aber viel Neues gibt es halt nichts. Ja. Nur ein paar neue Autos, ein paar neue Strecken. Das Tuning ist minimal anders. Eigentlich sucht man sich auch nur die Bauteile aus, die am schnellsten und am meisten Power haben und dann halt nur die Reifen anpassen. Hier komme ich schon besser durch. Na, hier einmal rum. Das ist jetzt auch die letzte Runde. Dann haben wir es geschafft. Da vorne, die hängen irgendwie alle. Ach schade, ich hätte noch einen holen können, einen Platz. Aber das war jetzt zu viel einfach. Da hebt es mich einfach aus. Einfach eine Bodenwelle, da hebt es mich aus mit der Kiste. Es war einfach nur eine simple Bodenwelle. Da ist der Buggy doch nicht so gut. Hatte ich ihn schon gehabt, aber er hat mich wieder zurückgeholt. Jetzt fahre ich hier lang. Vielleicht bringt es was. Nee. Wenn das nicht so dunkel wäre, wäre es ein bisschen einfacher. Aber ich bekomme noch den 7., da bekomme ich wenigstens noch ein bisschen Geld. Ja, jetzt mache ich auch nochmal die Safari-Strecke, die auf Madagaskar, die mache ich jetzt nochmal. Aber auch nochmal mit dem Buggy, auf jeden Fall. So, Fortschritt haben wir nichts geholt. Na, reagiert wieder der Controller nicht. Das haben die noch nicht ein bisschen verbessert.
So, die Safari-Strecke. Nochmal mit der Karre. Ich hatte ja Rallye-Reifen draufgepackt. Ich gehe nochmal in die Werkstatt. Na, Safari. Werkstatt. Mich schon mal wegen Reifen gucken. Ja, Rallye-Reifen habe ich drauf. Und dann probieren wir es nochmal. Wenn es nicht klappt, dann nehme ich wieder eine andere Kiste, pack da nochmal andere Reifen drauf und probiere es nochmal. Das kriegen wir schon irgendwie hin, dass wir mal ein bisschen hier düsen werden. Alter, die Tiere hier, die Nashörner, die rasten übelst aus, wenn man die irgendwie berührt. Hängen hier echt alle aufeinander, das ist natürlich Chaos, weil man hier nicht vorankommt. Na gut, das war semi-genial. Jetzt hängen wir schon wieder alle aufeinander. Das nervt. Kommt einfach nicht voran und man wird anstaunt weggekickt. Das war gut gefangen. Alter, hau ab. Lass mich in Ruhe, ich möchte einen besseren Platz schaffen. Und dann möglicherweise auch gewinnen. Man kommt hier einfach nicht voran, weil die einen andauernd ausbremsen, die Gegner. Weil hier auf der Strecke lässt sich der Buggy einfach viel besser fahren. Auf der Strecke geht es einfach viel besser. Hier wird er nicht einfach bei einer Bodenwelle rausgekickt. Aber schwer die Gegner zu kriegen. Ich habe auch einfach noch nicht den besten Nitro drin. Ich mache mir dann noch die höchste Nitro-Stufe rein, damit ich eher ein bisschen aufholen kann. Wenn ich... Ja, komm schon. Ja. Sorry, Nashorn. Ich muss hier vorbei an dir. Alter, geh mir vom Heck. Gut, ich bin jetzt wieder extrem konzentriert, deswegen rede ich gerade nicht.
weil ich einfach einen besseren Platz schaffen möchte hier auf dieser Strecke, weil die Strecke ist einfach mega. Die gefällt mir am besten. Ich habe noch nicht alle Strecken durchprobiert, aber mir gefällt die hier am besten einfach. Na gut, ich habe es jetzt auch schon mehrmals gefahren, aber noch habe ich hier nicht gewonnen. Okay, das ist jetzt auch die letzte Runde. Jetzt könnte ich nochmal alles reinhauen, was mir hier, was machbar ist. Das ganze Nitro reinhauen auf jeden Fall. So, zweiter. Ja, es ist hot in hier, ich weiß. Ich merk's, mein Kumpel. Okay, zweiter Platz, das ist doch schon mal eine gute Verbesserung. Zweiter Platz. Das, ja, gibt es ein bisschen mehr Geld, da kann ich mal gucken, ob ich noch das bessere Nitro reinhaue. Ja, gibt ein bisschen mehr Geld. So, mal gucken, gibt es bestimmt ein paar Spenden. Spenden. Halt, Spenden. Und noch eine Übertragung starten für die Fans. Damit wir noch ein paar Fans ergattern können. Und dann probieren wir mal eine andere, komplett neue Strecke von den neuen Strecken, die mit dem Update gekommen sind. Probieren wir jetzt mal aus. Gut. Gucken wir mal, was wir da noch hätten. Freies Rennen. Also hier hatte ich jetzt eigentlich alle neuen FZ-Update. Okay, das ist jetzt hier wegen Weihnachten, also Schnee. Die wäre auch neu, die Beachway. Die könnten wir mal probieren. Die Beachway. Die testen wir jetzt auch mal aus. Ach, schon wieder mit den Nashörnern. Okay. Das könnte wieder ein bisschen schwer werden. Ach, ich habe schon wieder vergessen, das eine bessere Nitro reinzuhauen. Na gut. Das ist nicht so schlimm. Alter. Alter. Das Nashorn ist hier übelst am Ausrasten. Alter, hier sind auch massig Nashörner unterwegs. Na, haut doch mal ab von meinem... Alter, hau ab von meiner Front. Alter, die Strecke sieht schon geil aus, ne? Das sieht schon geil aus. Kommt eine harte Kurve, oder? Nö, geht noch. Alter. Oh, das war gut gefangen. Das war deutlich, auf jeden Fall gut gefangen von meiner. Mein Auto hat sich gut wieder gefangen. Drei Runden wieder. Ah, das nervt. Sind wieder drei Runden. Aber da komme ich mal als erster durchs Ziel, auch wenn es nicht die letzte Runde ist. Oh, jetzt habe ich jemanden umgefahren. Das ist mir aber scheißegal. Wenn ihr mir vor die Kiste lauft, dann muss ich euch leider umfahren. Oh, mega. Die Strecke ist cool. Die gefällt mir auch, wenn ich vielleicht, auch wenn die mich wieder einholen werden. Ich habe das Nashorn nicht. Wenn ich das Nashorn ärgern, dann kickt es mich so dermaßen weg, dass ich wieder letzter werde. Da habe ich auch keinen Bock drauf. So, wo muss ich lang? Hier lang, ne? Ah, verdammt. Da habe ich mich auch noch verfahren. Na gut. Ich hole wieder auf. Ich habe ja noch ein bisschen Nitro, auch wenn es nicht das beste Nitro ist. So, jetzt fahre ich mal hier lang.
Hier kann man nämlich richtig Gas geben. Nein! Was machst du? Was machst du? Du sollst dich nicht überschlagen. Oh, was ist das für ein Vollidiot? Wieso überschlägt sich mein Fahrzeug? Es war doch überhaupt nichts. So. Ich spinnt wohl, mich hier zu überholen. So, einfach drüber. Geradeaus. So, mal ein bisschen hier vom Gas gehen und dann wieder reinpfeffern. Achso, ich habe gar keinen Nitro gerade. So, da kommt schon wieder das Ziel. Das wäre dann jetzt die zweite Runde abgeschlossen. Werden wir natürlich gucken, ob wir die dritte auch noch schaffen. So, jetzt mal schauen. Jetzt kommen nämlich gleich wieder die ganzen Nashörner. Oder bekamen die schon? Komm schon. Los, 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 los. Nitro rein. Ach, ich hab noch gar keins. Ja, schön vorbeigekommen an den Nashörnern. Also jetzt schätzt es mal richtig extrem die Strecke. Ah, wo fahre ich denn lang? Das war jetzt aber auch nicht so korrekt, ne? Ja, nur mein Heckgras. Na, Hauptsache du überrüstest mich nicht, du Lappen. Ach, ist das ein Arschloch. Ich brauche Nitro. Ich habe immer noch kein Nitro, warum nicht? Zuckerblatt. Alter Schwede. Komm schon, gib Gummi. Wieso habe ich gerade gar kein Nitro mehr? Ich verstehe das nicht. Müsste doch trotzdem nachgefüllt werden, auch wenn es nicht Stufe 3 ist. Ah, ich habe gewonnen. Ich habe gewonnen, ich habe gewonnen, ich habe gewonnen. Endlich mal mit dem Buggy mal ein Rennen gewonnen. Krass. Das ist mal gut, sehr gut. Okay, dann machen wir jetzt mal, was haben wir hier noch? Hier, Hunter. Haben wir noch neue, haben wir da auch neue Strecken oder sind das dieselben einfach? Ja, das sind einfach dieselben. 1, 2, 3, 4, 5 Strecken eigentlich nur neu. Na, ja, ist dasselbe. Dann machen wir nochmal die Safari-Strecke. Oh, ja, genau mit den, die hier. Und dann aber Werkstatt und gucken wegen. So, Nitro. Will ich jetzt Stufe 3 haben? Fertig. Ansonsten ist alles okay. Jetzt probiere ich nochmal die Safari-Strecke, die wir schon im ersten Video probiert haben. Also nochmal 3 Runden und gucken mal, ob wir hier vielleicht ein bisschen besser abschneiden können. Auf der einen Strecke haben wir es ja geschafft eben. Der wird schon wieder auseinandergehebelt vom Nashorn. Okay, die nehmen die Abkürzung, die Säcke da vorne. Das stört mich jetzt nicht so. Ach komm, das war jetzt ein Blödheitsfehler wieder. Okay, ja.
Jetzt bin ich wieder ganz hinten, dann knockt es einen immer extrem aus. Die Strecke ist auch ein bisschen schwerer als die wir eben hatten, die Hawaii-Strecke oder was das war. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie der Name von der Strecke war, wo wir den ersten gemacht haben. Ach komm schon. Ja, die Strecke ist ein bisschen schwerer. Deutlich, deutlich. Okay, ich muss mal ein bisschen mehr konzentrieren. Ich muss mich mal jetzt ein bisschen mehr konzentrieren einfach. Vielleicht schaffe ich ja einen zweiten hier heimzuholen. Na, 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 na. Du haust mir hier nicht ab. Und mal voll Nitro reinschießen jetzt. Mal ausnutzen. Okay. Over the bridge. Vielleicht baut ja vorne der erste noch einen extremen Unfall und ich kann ihn überholen. Das ist halt bei dem Spiel so, wenn die Gegner, die vorne sind, einen Unfall bauen, holt man sie relativ noch schnell ein und kann noch gewinnen. Aber jetzt ist auch schon die letzte Runde. Ah, nicht wegrutschen. Komm schon. Ah, keine Pause machen. Ach, komm. Jetzt hängt mir auch noch einer wieder am Heck dran. Komm, bau einen scheiß Unfall, bleib irgendwo hängen da vorne. Da komm. Kannst du nicht immer gewinnen. Da vorne ist er. Ah, ich riskiere zu viel schon wieder. Okay, das schaffe ich nicht mehr, aber einen zweiten hole ich heim. Zweiten geschafft, zumindest auf der Strecke jetzt endlich, nachdem ich die schon mehrmals gefahren bin. Gut, das sieht doch schon besser aus. Jetzt bekommen wir noch ein paar Bucks, Fans, ein bisschen Geld. Ja, also ja, wir können uns hier noch bestimmt wieder ein paar Spenden abholen. Na gut, was gibt's zu sagen über das Spiel? Es war ein kleines Update, es gibt ein bisschen Unterschiede beim Tune, eigentlich minimal, ne? Man kann halt sich halt Rallye-Reifen oder Offroad-Reifen aussuchen, Motorleistung halt, ist eigentlich alles fast dasselbe wie vorher, minimal anders und fünf neue Strecken insgesamt und ja, zwei, drei, vier neue Fahrzeuge,
Ich habe jetzt gar nicht geschaut, was gab, ob es noch weitere andere Fahrzeuge gab. Mal auf dem Schrottplatz gucken. Ja. Naja, das war's auch schon. Hier den Back, wie heißt das Ding? Back da. Badger Little oder hier Off-Rover. Ja, sonst gibt's eigentlich nichts Neues. Das war's auf jeden Fall mit dem Let's Play in der Folge. Ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr meinen Kanal abonniert, könntet ihr mich wirklich riesig unterstützen. Und schaut unter meiner Videobeschreibung bei meinem Partner Instant Gaming. Dort findet ihr super günstige Games, super Gaming-Rabatte. Schaut es euch einfach mal an. Und wenn es euch interessiert, auf Instant Gaming bekommt ihr auch Trailout. Und ansonsten auf meinem Kanal, falls wieder neue Updates über Trailout geben sollte, werde ich das auch wieder Let's Playen. Ansonsten bis dann. Ciao.